Nach dem Spiel war irgendwie verkehrte Welt. Der Verlierer war zufrieden, der Sieger nicht. War ein geiles Erlebnis, ein geiler Abend für alle Zuschauer, für ganz Südthüringen, viele Fans da. Also alles gut für uns. Ja, also ich denke, dass wir uns heute nicht mit Ruhm bekleckert haben, das muss man ganz klar sagen. Rot-Weiß-Trainer Fabian Gerber forderte einen seriösen Auftritt. Meinings Trainer Krautwurst wollte mit seinen Blauen natürlich etwas ärgern. Die zweite Spielminute, der Abschlag, rutschte durch. Prinschwitz traf nur die hintere Stange des Tors. Lukas Prinschwitz wusste natürlich genau, was das für eine Riesenchance war, die er hier nicht reinmachte. Meiningen spielt seit dieser Saison in der höchsten Liga Thüringens in der Verbandsliga. Bislang gab es für den Aufsteiger 2 Niederlagen und Rot-Weiß war jetzt gewarnt. Der Ball landete bei Lars Kleiner und der konnte damit etwas anfangen. 1:0 in der 9. Spielminute. Vorausgegangen war ein Fehler des Meiningers Safradin, dem der Ball versprang. Kleiner machte das dann technisch richtig gut. Zweiter Durchgang, Freistoß RWE, 70. Minute, Lerche, Ball abgefälscht, 2:0. Der Jubel von Dennis Lerche, überschaubar, Volkland im Tor, war da schon unterwegs in die andere Ecke, keine Chance für ihn. Erfurt hatte nun die Nummer im Griff. Maluze mit dem 3:0. Danach gab es ein kleines Tänzchen vom Torschützen und wie beim 1:0 versprang Safradin hier wieder der Ball. Dass die Pokalsensation ausblieb, war nun klar, aber einen Treffer hatten sie sich verdient, die Meininger. Danaiko belohnte sein Team nicht. Und Erfurt kam nochmal der eingewechselte Fabinski auf Usun. Technisch gut gemacht, zum 4:0 flog er hier heran. Einmal fummelten sie sich noch durch, 5:0 durch Gonda. Der Favorit setzte sich durch. Die Meininger Niederlage etwas zu hoch, aber wie gesagt, Spaß gemacht hat's trotzdem.